Heute als Kundeninterview der Max Puckert, ja, Führungskraft im IT-Consulting. Ich möchte heute ein bisschen was über ihn erzählen. Ja. Also er hat ja innerhalb von ja, jetzt 6 Monaten, wo wir gemeinsam Betreuung gehabt haben oder das Coaching gehabt haben, hat er eigentlich gestartet mit 78 Kilo und 10% Körperfett, eigentlich ein super, ja, sag ich mal, einen super geringen Körperfettanteil. Aber was haben wir eigentlich erreicht in den 6 Monaten? Also in den 6 Monaten, glaube ich, jetzt 5 Kilo mehr Muskelmasse. 85. Genau, und aber bei gleichbleibenden Körperfettanteil. Und ja, und er will euch heute kurz die Geschichte mit dem Max kurz erzählen, wie so sein Werdegang war. Ja, Max, wie war jetzt die Ausgangssituation, bevor du jetzt dann bei uns gestartet hast? Also meine Ausgangssituation war die folgende, dass ich halt immer regelmäßig versucht hatte, Routinen zu etablieren, das meistens immer so 3-4 Wochen gut ging und dann halt irgendwie sich wieder im Sande verlaufen hat und halt keine konstanten Erfolge mehr oder weniger möglich waren. Training war immer nicht das Problem eigentlich, es war überwiegend Ernährung, da konstant eben, ja, sag ich mal, einen vernünftigen Kalorienüberschuss drin zu haben. Ich dachte halt immer vom Gefühl her, dass ich relativ viel esse. Habe dann halt eben beim Tracken gemerkt, okay, dass das nicht der Fall ist, dass ich deutlich höher geschätzt habe, als ich eigentlich tatsächlich gegessen hatte. Und ja, dadurch blieb natürlich auch der erhoffte oder erwünschte Muskelzuwachs halt ein bisschen aus, beziehungsweise war halt nur gehemmt möglich. Und ja, das war natürlich eine schöne Sache, da eben unterstützt zu werden einfach. Okay, cool. Und hast du, bevor wir angefangen haben, dir ein klares Ziel gesetzt gehabt? Also was war dein Ziel davor? Mein Ziel tatsächlich war eigentlich nur Muskelzuwachs beziehungsweise ein gewisses Gewichtsziel von, sagen wir jetzt mal, ja, 90 Kilo. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich reduzieren eben wieder auf 85. Okay, super. Ja. Also du hast schon einmal einen guten Körper schon davor gehabt eigentlich? Also ich bin auf jeden Fall nicht unerfahren. Ich habe früher mal zwischen 18 und 21 schon relativ intensiv trainiert, habe aber damals noch nach dem klassischen Bulk-Diät-Prinzip gearbeitet, sprich in der Bulking-Phase wirklich einfach alles sinnlos in mich reingeschaufelt, was halt ging. Dementsprechend auch ordentlich zugenommen und damals auch dann schon um die 88, 89 Kilo gewogen. Allerdings war ich da halt deutlich dickeren Kopf und dickeren Hals gehabt. Also qualitativ war das nett. Es war halt so die Disco-Pumper-Zeit, aber ja, qualitativ war das natürlich nicht. Okay, sehr gut. Und bevor du bei uns gestartet hast, also generell, wie war denn das bei dir, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Also wie war die Da muss ich tatsächlich noch mal kurz überlegen. Also ich glaube, ich habe damals gegoogelt einfach tatsächlich nach Personal Trainern im Umkreis Wien und habe mich auch, mit John Reed habe mich auch mal kurz schlau gemacht gehabt und also richtig aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass ich halt was Ganzheitliches gesucht habe und nicht einfach nur so, ja, ich zahle 50 Euro und dann bekomme ich halt irgendeinen Ernährungsplan, den ich mir halt auch aus dem Internet bei Sportnahrung Engel runterladen kann, beziehungsweise einfach so einzelne Trainings habe ich auch jetzt nicht wirklich gesucht oder gebraucht, weil ich einfach früher schon öfter mit meinem Trainer oder mit einem Fitnessstudio-Besitzer damals viel zusammen trainiert hatte, also wusste, wie ich trainieren kann. Wie ich die Ausführung machen muss, habe ich eher auch immer für YouTube-Videos geschaut. Ich habe eher einfach nach einem ganzheitlichen Ansatz gesucht, um das einfach auf ein nächstes Level zu bringen. Also, und für mich ist immer wichtig natürlich, du hast schon die Erfahrung gehabt, also du weißt schon, wie man im Fitnessstudio trainiert, du hast schon eine gewisse Ernährungspläne in der Vergangenheit gemacht. Die Basis war auf jeden Fall da. Und du wolltest das einfach nur mal verfeinern und ein Feintuning auch machen und einfach eine klare Anleitung wahrscheinlich auch haben, oder? Ja, genau, richtig. Einfach so mich in sämtlichen Bereichen, überwiegend würde ich aber sagen, Ernährung vor allen Dingen verbessern. Mhm. Weil gerade so Trainingsausführung und sowas hast mich auch gut unterstützt. Mhm. Habe ich aber einfach schon, glaube ich, ich würde mal sagen, von Trainingserfahrung an sich oder vom Muscle-Mind-Prinzip und solchen Geschichten hatte ich, glaube ich, am meisten Vorerfahrung. Ernährung war zwar die Theorie vor allen Dingen da, also würde ich mich auch jetzt nicht als unerfahren einschätzen. Ich wusste in der Theorie, wie man sich ernährt, aber in der Praxis hat es vor allen Dingen überwiegend gescheitert an konstanten, alltagstauglichen Routinen, sagen wir es mal so. Und wie wir zusammengearbeitet haben, da hast du noch sehr viel gearbeitet. Also du hast ja dein Masterstudium abgeschlossen. Gratuliere nochmal. Ja. Und du hast ja auch nebenbei sehr viel, wie gesagt, gearbeitet. Wie war das Programm umzusetzen neben dieser Arbeit und neben dem Masterstudium? Hast du es trotzdem, wie war das dein Empfinden, dass du das alles unter den Hut bringst? Also leicht war es natürlich nicht, das muss ich ganz klar zugeben. Hat mir dennoch trotzdem gut gefallen, da halt eben per WhatsApp gut unterstützt worden zu sein, beziehungsweise sich gut aufgehoben zu fühlen. Und ja, nachdem es ja letztendlich alles vorher aufgezeichnet war und die Videos halt bereit standen, konnte ich mir meine Zeit mehr oder weniger selbst
einteilen und konnte dann halt dann schauen, wenn es mir halt zeitlich am besten gepasst hat. Und nachdem ich ja hier remote arbeite, beziehungsweise auch ja, remote studiert habe, zwecks Corona, hatte ich da schon eine gewisse Vorerfahrung leider auch da. Max, bei dir war ja auch die Schwierigkeit, glaube ich, dass du halt auch mit dem Kochen oder mit dem Vorkochen am Anfang, wie wir noch öfters einmal die Live-Calls gehabt haben, ja, da hast du ja oft immer das Problem gehabt, dass du immer Schwierigkeiten gehabt hast mit dem Kochen. Bis du dann eigentlich die Lösung gehabt hast mit dem Vorkochen und ich dir gezeigt habe, welche Gerichte eigentlich leicht zum Umsetzen sind, dass du da einfach vorbereitest. Wie hast du da wie ist dir dabei gegangen, dass du das auch wirklich in den Alltag integrierst? Ich denke mal, wenn das Schlimmste war oder das Schwierigste war eigentlich, wenn die Lebensmittel mussten halt da sein. Also so mit dem Kochen, glaube ich, hatte ich dann per se auch kein Problem. Eher mit dem Einkaufen, mit dem Vorbereiten. Also jetzt würde ich sagen, fahre ich es am ehesten so, dass ich halt am Sonntag, also ich gehe am Samstag einkaufen, damit ich am Sonntag die Lebensmittel zu Hause habe. Gehe dann meistens immer noch am Dienstag oder halt, wenn es nicht klappt, am Mittwoch einkaufen und koche dann entsprechend am Sonntag und am Mittwoch vor. Habe mich halt am Anfang herangetastet, erstmal mit einem Tag zum Vorkochen. Habe da erstmal für 5 Tage vorgekocht, mir dann festgestellt, okay, ja, am 5. Tag schmeckt jetzt natürlich nicht mehr so wahnsinnig toll aus dem Kühlschrank und habe mich dann eben für diese, sag ich mal, drei Variante entschieden und am 7. Tag, sag ich ganz ehrlich, habe ich drauf geschissen und habe einfach gesagt, okay, ich cheate da einfach rein. Aber es war dann schon für dich leichter von der Zeit her, vom Umsetzen, wenn du jetzt vorgekocht hast, oder? Genau, also es ist schon ein Gamechanger, wenn du sagst, okay, du kochst jetzt vor und schaust, dass du einfach die Tage davor schon alles bereit hast, weil du dich dann auf die wesentlichen Dinge konzentrierst, oder? Genau, ja. Also es ging vor allen Dingen hauptsächlich darum, den Kopf frei zu haben und nicht immer die ganze Zeit parallel zur Arbeit denken zu müssen, was muss ich jetzt noch machen, was esse ich heute überhaupt? Also mir erstmal zu überlegen, was esse ich, das dann entsprechend einzukaufen für eine Portion, das zu kochen und für einmal dann auch wieder sauber zu machen und das 7 Tage die Woche. Macht einfach wenig Sinn, deswegen das einfach zu blocken auf 2 bis maximal 3 Tage die Woche macht da auf jeden Fall Sinn. Also du hast es eigentlich sehr gut in den Alltag dann integrieren können, trotz Studium, trotz Vollgas im Betrieb zu arbeiten, ja, also das war dann für dich schon machbar. Ja. Super, ja, ja, sehr gut. Was waren für dich deine Ziele, was du da gesteckt hast und hast du dir auch alle so erreicht, was du dir vorgestellt hast? Würde man sagen, das sind 2 Ziele, die ich mir gesteckt habe und auch erreicht habe. Das erste war einfach eben, wie ich schon erwähnt habe, die Konstanz einfach, eine realitätsnahe oder realistische, alltagstaugliche Konstanz zu erreichen in Routinenform, Trainingsform, Essensvorbereitung etc. Also das da einfach eben Konstanz und Nachhaltigkeit eben reinzubringen. Und das zweite dürfte eigentlich die Gewichtszunahme eben sein, die ich mir gesteckt habe, gesagt habe, ich will auf jeden Fall halt Muskeln zunehmen, möglichst halt mein Körperfett nur jetzt nicht wie damals im Bulking-Stadium halt ins Unermessliche treiben, sondern halt möglichst konstant oder eine leichte Clean aufbauen. Ja. Und ich denke, dass die Waage und die Ergebnisse zeigen, dass das funktioniert hat. Genau, also eigentlich jetzt in den 6 Monaten, wie gesagt, fast 5 Kilo reine Muskulatur aufgebaut, was ja realistisch, sage ich mal, sehr schwer möglich ist teilweise, weil du kannst ja maximal 0,3 Kilo pro Monat an reine Muskulatur aufbauen. Also du hast es ja weit übertroffen eigentlich, ja, und dementsprechend auch mit dem gleichbleibenden Körperfettanteil ideal. Ja. Vielleicht möchte ich noch kurz auf das eingehen, was war für dich auch die Größe? Hast du so ein Aha-Erlebnis gehabt im Laufe des Coaching oder irgendeine so eine Erkenntnis, was dich dann vielleicht dazu bewegt hat, jetzt das auch weiterhin in dem Leben so zu gestalten, dass das auch für dich in deinem Leben einfach ein fester Bestandteil sein ist? Also das hat mir am meisten, was mir eigentlich getaugt hat, war der Habit Tracker oder die Routinenliste, die ich mit dem Christian gemeinsam durchgegangen bin. Das hat mir eigentlich am meisten Vorteile gebracht, weil man einfach wirklich auf schwarz auf weiß sieht, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, was kann ich in der nächsten Woche besser machen. Man ist auf die Sachen stolz, die man eben erreicht hat, wo der grüne Haken drin ist. Ja. Und das dürfte mir am meisten... Das ist der größte Game Changer sozusagen. Ja, sehr gut. Dass man wahrscheinlich die Selbstreflexion noch hat und sieht, hey, okay, das und das ist gut gelaufen, das ist vielleicht weniger gut. Dementsprechend sich selbst aber auch schon coachen kann. Ergänzen kann man vielleicht da an der Stelle noch, dass ich halt schon immer so ein Typ war, der sich halt immer, also wenn du mich jetzt nochmal fragst nach der größten Erkenntnis, die ich hatte, ich war schon immer jemand, der sehr performancegetrieben und ehrgeizig war und sich gerne halt immer, ja, ein bisschen übernommen hat und sich dann halt immer, ja, jetzt gedacht hat, so,
ich schaue jetzt irgendein YouTube-Video von irgendeinem renommierten Professor, der sich halt irgendwie seinen ganzen Tag auf die Minute genau durchtaktet und 15, 20 neue Routinen vornimmt. Und das ist einfach, das ist halt unrealistisch. Ja. Und dann hat mich dein Kollege, der Christian, sehr gut eingebremst und hat gemeint, ey, mach vielleicht mal Nummer 5 oder 8 und dann schaust mal, dass die laufen und dann peu à peu das Ganze eben zu stacken. Super, perfekt. Wem würdest du jetzt dann die Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Also einerseits vielleicht kompletten Anfängern, die, man sieht manchmal schon halt im Gym Leute, die halt meinen, mit sehr viel Training und sehr diäthafter oder halt kalorienarme Ernährung meinen Muskeln aufzubauen, sich damit einen Gefallen zu tun, beziehungsweise ja, da extrem versuchen abzunehmen und durch einen sehr hohen Kaloriendefizit. Und dann merkt man halt, dass halt Leute sich da vielleicht nicht damit auseinandersetzen und nicht wissen, dass man teilweise auch erstmal mehr essen muss, um den, ja, um den Metabolismus voranzutreiben. Aber auch trotzdem Leuten jetzt, ja, die schon ein bisschen Vorerfahrung haben oder eben eine gewisse Basis an Wissen da mitbringen. Um das Game halt einfach nochmal auf ein nächstes Level zu bringen. Okay, einfach die Stellschrauben vielleicht nur ein bisschen in die richtige Richtung. Genau, also so in meinem Fall war es auch so, dass ich mir einfach quasi das Gesamtpaket einfach an allen Stellschrauben nochmal drehen wollte und das dann im Feintuning vornehmen wollte. Also wenn du jetzt wissen möchtest, ja, wie zum Beispiel Max, ja, der was jetzt schon eine gute Grunderfahrung gehabt hat, ja, aber trotzdem vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen wollte und einfach mehr Performance rausholen wollte aus seinem Alltag, dann melde dich gerne bei mir auf meiner Seite rolandhutter.at und wir werden kurz darüber sprechen, wie wir dir natürlich auch bei deinen Zielen helfen können.